stehe an der Bugenhangstraße in Moabit. Das ist der Ort, in dem der Entführer des kleinen Mohammed zuletzt gesehen wurde. Heute Morgen wurde er von der Polizei festgenommen und wird aktuell vernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er die Tat gestanden. Offensichtlich wurde Mohammed ermordet. Alles Weitere ist noch völlig unklar.